So, dann mal auf wie zurück zum Gartenhaus, Schrägstrich, Klo, was auch immer das da alles war. Also sie hat gesagt, unten rechts ist das Klo. Dann waren wir beim Klo. Und da stand da irgendwas von unten, falls es feststeckt, alle Exkremente entfernen. Das ist ja genau das, was wir wollen. Und gab es kein richtiges unten. Was jetzt ein bisschen unpraktisch ist. Aber na gut. Wir sind schon wieder vergiftet. Na gut, Herzchen. Herzchen heilen aber kein Gift. Also runter. Da in der Tür war Joghurt mit den fliegenden Pflanzen. Moment mal. Hat sich Joghurt vielleicht einfach nur getäuscht? Nee, hatte er rechts mit unten und rechts. Er hatte recht mit unten und rechts. Dann müssen wir erst zum Klo. So, da ist das Klo. Gott sei Dank war noch kein Respawn. Ja. Da ist das Klo. Oh, ich sehe da unten was. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Das hier. Das heißt, irgendwo muss man hier runter können. Wenn es feststeckt, runtergehen und alle Exkremente entfernen. Das meint er jetzt nicht sprichwörtlich, oder? Start mit Kacke. Ich gucke mein Inventar durch. Nein, wir wollen nicht die Puppe ins Klo stecken. Unten ist was. Also es ist ein öffentliches Klo. Und wenn die sagen, man soll da nach unten gehen, dann kann es nicht zu schwer zu finden sein. Okay, ich denke auch mit Logik an die Sache ranzugehen, ist ein bisschen sinnfrei, aber man kann es ja versuchen. Haha. Okay, ach. Fröschli, willst du das nicht machen? Hey, Dünger. Viel Dünger. Also gut, 15 Pflanzen. Das könnte eine Weile dauern. So, du bist jetzt grün. Sehr schön. Eigentlich hat Joghurt bloß keinen Bock mehr zum Gärtnern und lässt uns die ganze Sauarbeit jetzt machen. So, da ist noch eine. Wo wir die eigentlich nur vorbeigehen machen sollten. Merken wir uns mal ganz kurz, wo wir schon gemacht haben. Also wir haben in dem Feld, was gerade blinkt, und in dem Feld das schon gemacht. Links waren wir noch gar nicht. Oh, deswegen waren wir hier noch nicht. Nicht? Ja, genau. Du, Fröschli, machst das schon. Einfach alle umbringen. Oh, und da oben ist so ein Bienennest. Kann man die irgendwie verbrennen? Das probiere ich gleich mal. Oh, Facehugger. So. Wir würden gerne warten, bis der Nebel weg ist. Genau. Na, komm rum. Kannst du Leitern klettern? Nee, und gehst weg. Au. Und er stirbt wieder. Okay. Schon besser. Burn. 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 Auch wenn es keine so gute Idee ist, ein Bienennest anzuzünden, oder? Gucken wir mal. Also wir haben Gift drauf, Fröschli aber nicht. Und das Bienennest hält ganz schön viel aus. Na gut, gib ihm. Gib ihm. Es deckt ja immer höher, das Feuer. 28 pro Tick. 29. 32. Stirbst du wohl mal? Also, geht doch. Und jetzt? Was genau hat das gebracht, außer dass wir nicht unendlich Gegner haben und unendlich Zeug farmen können? Gar nichts, ne? Nee. Da ist auch nichts. Na gut, dann einmal rund, um das ganze Zeug aufzusammeln. Ting, ting, ting. Schon wieder vergiftet. So. Oh. Oh, komm
kommst du denn her? Garstiges Ding. Gib mir Heiltränke. Immer dieses schnöde Geld. Kann ja nicht angehen. So, hoch, hoch, hoch. Stachel aufheben. Achso, hier ist ja sonst gar nichts, ne? So ein Sack. Doch, das ist ein Pfeil nach oben. Warum ist da ein Pfeil nach oben, wenn ich nach oben gehen kann? Ist da irgendwo irgendwas? Aha. Oh, wir sollten wieder heilen. Null. Und ein Kessel. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Langsames Gift. Trank der Giftreduktion. Zunge einer Schlange und blaue Essenz. Okay, erstellen, 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 erstellen. So. Mitnehmen. Was haben wir hier? Heiltränke, bitte, 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 bitte. Gegengift. Oh, fast genauso gut. Und rote magische Essenz mal 70. Das ist ordentlich. Okay. So. Das war trotzdem nicht das, was ich gesucht habe. Da ist nämlich ein Pfeil nach oben. Das heißt, ich würde auch gerne nach oben gehen können. Oder sagt das einfach nur, dass über uns etwas ist, wir aber von hier nicht hochkommen. Weil da ist nicht so ein Übergang wie hier zum Beispiel. Oder da zum Beispiel. Ein Licht fehlt noch, das wird aber das da sein. Machen wir mal das Licht an, vielleicht sehen wir dann ja irgendwo irgendwas Neues. Nö, nicht so wirklich. Können wir hier irgendwo reingehen? Nee, auch nicht. Okay. Also wir gehen jetzt mal drei nach rechts. Eins. Runter. Zwei. Immer noch kein Respawn. Sehr schön. Gehen wir oben rum oder unten rum? Ziemlich Wayne, hm? Gehen wir erstmal oben rum. Und drei. Da ist noch so ein Spinnen. Quatsch, Spinnen-Ding. Ich zerstöre die einfach mal aus Prinzip. Genug Essenzen haben wir gerade gefunden. So. Müsste eigentlich reichen. Aber ich will es nicht riskieren, den ganzen Weg nochmal gehen müssen. Drei pro Tick, nö. Siehst du mal. Gut, dass ich stehen geblieben bin. So. Kaputt. Magische Essenz. Und hey, was haben wir hier? Stab der Feuerbälle. Ich hätte zwar eigentlich nur ganz gerne stinknormale Heiltränke. Aber sowas nehme ich auch mit. So, so, so. Oh. Gift. Nicht gegen Gift, das ist zu gut. Warum zum Geier ist da oben gerade was aufgegangen? Ah, also die blauen Tränke nehmen was von dem Timer hier weg. Das ist ja auch schick. So, Regenerationstrank. Also gegen Gift machen es ganz weg, egal wie viel Gift man hat. Und diese blauen möchte gern gegen Gifte halt nur einen Teil davon. Gartenhauszugang für Gärtner. Mhm. Da haben wir das Schwert hier gefunden. Hier gibt es viele Töpfe. Töpfe in allen Farben und Größen. Das ist, hä? Hier gibt es viele Töpfe. Töpfe in alle Farben und Größen. Ist das ein, ja, das wird wieder irgendeine Anspielung sein. 1000 Töpfe. Obi. Das ist ein spanischer Hersteller, die werden, glaube ich, Obi nicht kennen. Oder 1000 Töpfe. Hm. Okay, wir sind hier fertig, hier fertig. Wir müssen zurück zum Bowser Gate.
da noch ein Licht finden und die ganzen Pflanzen anklicken. Dann einen nach oben, einen nach rechts. Können wir da nicht abkürzen? Doch, könnten wir aber kommen. So weit ist das nun auch nicht. Unterwegs können wir immer noch nach Secrets gucken. Sind hier in letzter Zeit doch recht viele gewesen. Vor allem mit richtig schickem Zeug drin. So, genau hier nach oben. Da rechts in der Tür ist Joghurt, der darauf wartet, dass wir alle Pflanzen düngen. Und da sind noch die nächsten Pflanzen. So. Zwischen zwei Giftwolken gefangen. Und der Frosch, die sollte weg. So. Dafür nehmen wir mal ihn hier raus, weil er diesen Schaden macht. Kannst ruhig schießen. Achso, du brauchst Energie. Und wir haben wieder genug Pfeile. Müssen wir gar nicht in den Nahkampf gehen. Aha. Ja. Und den hätte ich auch wieder übersehen. Stirb. So, und dieses eine Licht, was hier noch fehlt, ist bestimmt unter uns. In dem Bereich, wo wir nur mit dem Schlüssel hinkommen, aber nicht wissen, wo wir den Schlüssel hinstecken müssen. Was eine super Kombo ist. So, dann war der nächste Schritt einen nach oben. Und nach rechts weg. Lichter hatten wir alle, jo. So, du brennen. So, drei Feuerbälle. Das muss doch eigentlich reichen. Genau. Und... Oh oh. Mit dem Skelett... Genau, mit Pfeil und Bogen aufs Skelett schießen. So hat das Spiel doch angefangen, oder? Und es klappt doch. Sehr schlecht, aber es klappt. Okay, Hammer. Oh. Oh. Soll man wieder einen Regenerationstrank trinken. Okay. Friede mal schneller ein. Ich will nicht getroffen werden. So. Oh. Keule brennt. 5. So, stirb doch endlich. Oh, Level Up. Das war gutes Timing. So. Garstige Skelette. Wie komme ich da hoch? Hier ist doch Achso, ich muss einfach nach ganz oben klettern. Links runterfallen. Für 2 Münzen. 8 Münzen. Haha, und ein Secret. Venoma. Brauchbögen 6. Benötigt magische Pfeile. Macht 86 Schaden im Vergleich zu unseren 70. Wäre schon mal schick. Vergiften das Ziel. Können wir nicht ausrüsten, weil wir keine 6 haben. Das lässt sich ja ändern. C. So, Bögen 6. Konstitution 8. Schwerter 8. Streitkolben 8. So, du Schnelltaste 3. Du dahin, du dahin, du dahin, du dahin, du dahin. Rest kann nicht vertickt werden. Dünger gehört damit hin. So. Und jetzt weiter nach oben. Da hoch, da hoch. Magische Pfeile haben wir gar keine gekauft, oder? Doch haben wir, werden aber nicht aufgeführt. Da, Magiepfeile im Panel verfolgen. 49 Stück. Nicht die Welt, aber hey. Oh, das da links sieht nicht gut aus. Jumping Puzzle.
Und ein Geschäft. Oh, bitte, bitte, lass es Heiltränke sein. Oder irgendwas Ähnliches.